Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reactions. Was ich direkt von Anfang an sagen muss, von der Pokémon-Parodie werde ich mir die einzelnen Parts angucken, weil insgesamt sind 32 Minuten, also die ganze Folge, und ihr wisst ganz genau, ich mache dann schnell mal aus 32 Minuten dann mal 5 Stunden und deshalb gucke ich mir lieber die einzelnen Parts an. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber dafür kommen dann halt mehrere Parts für euch. Also ja, mal gucken, da werde ich vielleicht auch mal hier und da gucken, wenn ich Zeit habe, auch abends mal ein Video mehr aufnehmen. Aber ich werde es zumindest geschaffelt machen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aber wie schon gesagt, auf so 32 Minuten werden bei mir dann schnell mal 5 Stunden und deshalb gucke ich mir lieber die einzelnen Parts an. Es tut mir sorry, Mann. Wir haben verdammte Rechte, verdammt nochmal. Was ist denn das? Du Idiot hier! Muss ich erschlagen? Ich kann mein Pokémon viel cooler benennen, indem ich das Bienen-Emoji verwende. Das ist so episch, Bro. Bro, verdammt nochmal episch. Ja, Junge. Ja, Junge. Das könnte ich sein mit meiner Raucherlunge. Ja, Junge. Ich hasse es, wenn sie Chemikalien ins Wasser lassen, die den verdammten Frosch schwul machen. Ich brauche es nicht. Verdammter schwuler Frosch. Oh, scheiße, das fängt ja schon wieder so bescheuert an. Ich bin ein Magier! Schnell hinter mich, Kids. Ich behaupte, dass diese Schule unseren Kindern Lügen beibringt. Und sie schwul macht. Wenn du dir mal die Zeit nehmen würdest, dich auf Reddit zu informieren, würdest du vielleicht bemerken... Ist das gerade eine Demo in Russland oder was? Wie genophobisch und unausgeglichen deine Generation eigentlich ist. Entschuldigung, Frau Felicia. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Genophobie die Angst vom Ficken ist. Ich hab genug von dieser asozialen Welt. Nein, du Dummkopf. Es ist die Angst vor Pokémon einer anderen Generation. Ich will euch bluten sehen. Ich trete euch in den Arsch. Ich hasse diesen Scheiß wirklich. Diese Nicht-Gen-1-Monster sind ekelhaft. Bah. Ich überschütte euch mit Feuer. Verpisst euch von hier. Ich hab... endlich ab. Junge. Das ist so bescheuert. Langweilig. Ja. Heilige Scheiße. Ja. Was zum Teufel? Was glaubst du, wer du bist? Ich sehe hier nur Kinder. So ja, eine sorry. Hohe Anzahl. Und Stärke. Kein Ziel. Keine Hilfe. Nicht wert, analysiert zu werden. Bist denn diese Bitch? Mein Name ist nicht wichtig. Dieses Zeichen. Sag ich auch immer, wenn Polizeikontrolle ist. Mein Name, der ist hier nicht wichtig. Ja, aber wir müssen das ja wissen, ne? Also, geben Sie mal bitte Ihren Ausweis. Welcher von meinen 30 Ausweisen wollen Sie haben? Müsst ihr echt mal machen. Ich glaube, wenn man das einmal bei der Polizeikontrolle macht, dann wird man, glaube ich, erstmal mitgenommen und erstmal wegen Drogenkonsum oder so wird erstmal Blut abgenommen. Ich glaube, dann machen die bei dir wirklich das volle Programm. Also dann würden die bei dir wirklich das volle Programm machen. Und dann am Ende so Kapuze. Jetzt haben sie meinen Namen. Aber ich werde wiederkommen. Das wäre halt so geil. Müsst ihr mal machen. Und macht bitte da ein Video zu. Das würde ich mir gerne mal reinziehen. oder jetzt momentan mit Maske, ne? Und dann so. Wieso atmen sie so? Ja. Ich bin dein Vater. Das wäre halt so geil. Was zählt ist, dass sie ab sofort für Timagma arbeitet. Na, einen Moment. Eine komische Frau hier will mir erzählen, was ich zu tun habe. Mach sie fertig. Hallo. Jeder von euch, der nicht kooperiert, wird jetzt gelöscht. Bring auch unseren Arm. Bring auch unseren Schuh.
Tiere, mein... Vielen Dank. Kein Problem. Leute, wisst ihr, was toll ist? Ich hab so manchmal, bei den Creator hab ich so das Gefühl, so, also da muss man doch, also, irgendwas muss man doch genommen haben, um auf die Idee zu kommen. Das kann man doch nie in eine Stunde Zustand machen, oder? Der Lizard. Du bist fett. Wir werden die Sklaverei beenden, glaube ich. Das hast du vorher gesagt, oder? Oh, dieses Kind. Gottverdammte Feenkopf, der verdammte Scheiße. Wie geil ist das? Was sind das für Scheiße? Feenkopf, der verdammte Scheiße. Ey, nee, warte mal. Oder? Oh, dieses Kind. Gottverdammte Feenkopf, verdammte Scheiße. Oh nein. Werden diese seltsamen roten Typen uns jetzt in Stücke reißen? Wir werden Team Mystic-Man beseitigen. Und ihr alle werdet uns dabei helfen. Like me now! Fick dich, Alte! Ich. Niemand hat mir zu sagen, was ich zu tun habe. Bin jetzt euer Anführer. Komm reich, Bitch. Seit wann können Frauen sprechen? Seit wann können Frauen sprechen? Ja, 12.000 Respekt verdient, die Gutste. Boah, wenn wir in den Kampf mit Team Mystic eingehen wollen, müssen wir dringend über unsere niedrige Männerquote reden. Ich weiß Bescheid. Vor über 2 Jahren wurde mehr als die Hälfte unseres Teams ausgelöscht, inklusive unserem Oberboss Mark, unserem Anführer. Wir haben nicht einmal genügend Rüpel, um eine Arena in der Größe eines Starbucks-Cafés zu stürmen. Gab es irgendjemanden, der unserem Discord beigetreten ist? Nein. Also, Twitter zufolge findet heute eine große Gen-1-Rally in Mitaros City statt. Wenn wir jetzt losgehen, könnten wir sie noch erwischen. Du sagst, wir sollen... Es ist zwar nichts Besonderes, aber es ist ein Anfang. Die Gen-1-Bewegung beinhaltet immer mehr junge, toxische Trainer, die meisten von Team Vayler. Du meinst diese Smartphone-Trainer? Sie sind übereifrige Fanboys. Aber es ist boah, ich fand ja, wer von euch hat denn draußen, seid mal ehrlich, Pokémon Go gespielt? Ich fand das ja so heftig, wie die Leute... Also ich dachte so manchmal, wir leben, irgendwas habe ich verpasst, dass wir gerade so in der Zombie-Apokalypse leben, weil die Leute sind einfach so mit dem Smartphone, das ist ja gerade hier so im Osten hat man das, in Dresden hat man das ja wirklich extrem mitbekommen, dass die Leute auf dem Smartphone einfach in eine rote Ampel gelaufen sind oder auf so einer großen Kreuzung einfach so querfeldein, so weil es einfach so mitten so querfeldein oder sowas, das fand ich so scheiße. Oder die Leute, die ich dann so getroffen haben und, yo, wir jagen die Pokémon. Wo ich mir so dachte, na, alles klar, jo, dann jagt man die Pokémon. So fand ich irgendwie, oh, der Hype war lustig anzusehen, ne? Also war schon an manchen Stellen, ja. Aber man hat gesehen, da waren Leute dabei, die noch nie Tageslicht gesehen haben, ne? Die immer so im Keller waren. Und sobald man mit denen so gesprochen hat, ah, Mensch, oh, Mensch hat mich angesprochen, ne, waren die so mega erschrocken und haben dann, ich kann nie reden, ich nur Pokémon spielen, nie reden. Ja, es war auch lustig, solche Leute dann mal draußen zu sehen. Zu viele und wir können sicherlich gutes Geld mit ihren gehackten Pokémon verdienen. Mit eurem Reddit-Karma können wir sie sicherlich auf unsere Seite bringen. Ich glaube, du bist so optimistisch. Wir haben die letzten 2 Jahre damit verbracht, unsere Kasse mit Fußbildern auf Patreon zu füllen. Mit unserem neuen Einkommen können wir nun endlich wieder unsere Armee aufbauen und schlussendlich Rache üben. Also gut. Schnappt ihr unsere Männer und rück aus. Verstanden, Boss. Das wird nicht gut enden.
So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen beim neuen Rubio-Part. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt noch gerne auf dem Discord-Community-Server vorbeischauen. Ein großes Dank geht auch nochmal an meine lieben Sprecher raus, die Black Soul Diana, die Koro Yuki und natürlich den lieben Crank, der auch zusätzlich die SFX-Mission im Hintergrund gemacht hat. Alle Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Bis dann, ciao! Also ich muss sagen, ich freue mich echt auf den zweiten Part. Den werden wir uns natürlich auch noch angucken. Definitiv da die Vakusativ. Ja, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren, ob ihr damals selber Pokémon gespielt habt. Oder dann Fraktion, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich so Fraktion Dragon Ball und definitiv Yu-Gi-Oh! War. Eher. Und ob ihr von den Leuten Pokémon Hunter wart, ne, dass ihr dann unterwegs mit eurer Gang wart und so, wir sammeln Pokémon und dann irgendwo in so Gassen wart, wo man sonst nur andere Sachen bekommt, außer Pokémon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sind uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.